Wollte Cho Chang mit Cedric Diggory oder Harry Potter zusammen sein? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir uns den Charakteren Cho Chang, Harry Potter und Cedric Diggory widmen, im Besonderen ihrer Situation in Sachen Liebe. Wie wir alle wissen, war Harry unsterblich in Cho Chang verknallt. Er starrte sie bei jeder Gelegenheit an und sie hat ihn sogar ein- oder zweimal dabei erwischt. Cho gefiel es, dass Harry sich in sie verliebte und sie glaubte auch, dass Harry ein netter Mensch war, aber im Feuerkelch schien es, als sei sie ernst in Cedric Diggory verliebt. Auch wenn es noch früh war, Cho schien sich sehr für Cedric zu interessieren. Ich glaube, als Harry Cho auf den Ball einlud, drehte sich in ihrem Kopf etwas schleichend zu Harry. Obwohl sie Harry für Cedric fallen ließ und ihn für den Ball abwies, da sie bereits mit Cedric ausging, bekam sie einen kleinen Crush auf ihn. Schließlich war Harry zu dieser Zeit der berühmteste Zauberer, wer würde also nicht mit ihm ausgehen wollen? Cho war aber nicht so. Sie mochte Harry für den Menschen, der er war und nicht für seinen Ruhm. Aber sie mochte auch Cedric sehr und sie verbrachte immer mehr Zeit mit ihm. Er war ein guter Zauberer, gut aussehend, intelligent und der Hogwarts-Champion für das trimagische Turnier. Ich glaube, sie fühlte sich manchmal schuldig, wenn sie Harry ansah, denn sie mochte ihn sehr, als sie mit Cedric zusammen war, bevor er starb. Aber dann kam sein unerwarteter Tod, der so ziemlich alles veränderte. Es zeigt, dass ihr Interesse an Harry viel stärker war als sie und wir dachten. Nach seinem Tod fühlte sie sich noch viel schuldiger, weil sie an Harry dachte und Gefühle für ihn hatte. Als sie schließlich ihren Willen durchgesetzt hatte und Harry küsste, ist es kein Wunder, dass sie aufgebracht ist und weint. Sie versucht immer noch, ihrem toten Freund gegenüber loyal zu sein. Dabei gibt sie trotzdem den Versuchungen nach, die sie für Harry hatte, als Cedric noch lebte. Gleichzeitig glaube ich, dass das der Grund dafür ist, dass sie ziemlich paranoid und besessen von Harry war, als ihre Beziehung begann. Sie hatte bereits einen Freund verloren und wollte nicht, dass irgendjemand oder irgendetwas ihr und Harry in die Quere kommt. Der schwierigste Punkt war, als Cho wollte, dass Harry aufhört, sich mit Hermine zu treffen, was auch der Punkt war, an dem Harry wusste, dass die Beziehung mit Cho beendet werden musste. Zusammenfassend kann man sagen, dass Cho beide wollte, Harry und Cedric, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Sie respektierte, was sie mit Cedric hatte, aber sie fragte sich immer, was wäre, wenn sie mit Harry zusammen wäre. Cedrics Tod hatte in der Tat einen negativen Einfluss auf Chos Beziehung zu Harry und es war ihre Angst, ihn zu verlieren, die sie die Beziehung kostete. Was denkst du, wen mochte Cho mehr? Schreib es gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es konnte dir wenigstens einen kleinen Einblick darin geben, ob Cho lieber Harry hatte oder Cedric. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.